Ich habe gestern einfach mal so einen Tag, heute mal kurz zusammengeschrieben, wie ich ihn gestern verbracht habe. Ich habe um 8.30 Uhr mich in Berlin mit einem Berater getroffen, wegen einem Spieler, der eventuell im Winter zu uns kommen könnte. Wir haben gerade in dieser Zeit, danach, als ich jetzt auf die Geschäftsstelle kam, viele Telefonate mit Beratern und Spielern in Absprache mit dem Trainer geführt. Auch da ist ganz klar, um das auch nochmal klar sich zu positionieren. Der Trainer allein oder die Trainer im Team haben die sportliche Kompetenz. Aber ich sag mal, der Trainer ist nicht der, der telefoniert. Wir sprechen im Moment bestimmt mit 20, 25 Spielern, mit deren Beratern, mit anderen Vereinen. Wir haben heute gerade wieder die Situation gehabt, dass wir einen vietnamesischen Nationalspieler hier hatten, einen U21-Spieler, fußballerisch überragend, auch ein Mittelfeldspieler, wo wir ganz gut besetzt sind. Auch da wieder das Thema Ausbildungsvergütung. Da ist heute lange mit dem DFB gesprochen, weil gerade bei internationalen Transfers unter Spielern unter 21 wird eine Ausbildungsvergütung fällig. Der Fehler wurde in der Vergangenheit schon mal gemacht, da ging es um 80.000 Euro. Das hat man auch monatelang in der Arbeit, das zum Schluss jetzt noch abgebogen oder abbiegen zu können. Das haben wir geschafft, aufgrund unterschiedlicher Umstände. War ein Spieler, der geholt wurde, wo uns aber nie gespielt hat, der uns dann im Sommer glücklicherweise verlassen hat. Ich habe dann gestern Gespräche anschließend mit Christian Mbeni gehabt und mit Cem Efe zu den Spielern und zum Scouting. Und anschließend habe ich ein Gespräch gehabt mit einem Spieler, der uns vielleicht im Winter verlassen wird. Ich habe dann diverse Klärungsgespräche mit dem DFB und mit unserem Steuerbüro zur Nachlizenzierung geführt und habe mich dann mit Herrn Leek, der für uns die Zahlen mit aufbereitet, lange zusammengesessen, um ein Dreijahresbudget zu erstellen, was die Zahlen angeht. Anschließend war ich mit den Sportsman-Jungs zusammen, weil wir dort diverse Ansätze hatten, was wir in den nächsten Tagen angehen wollen. Dann wurden Sachen geklärt, wie zum Beispiel eine Kindergartenaktion, die wir jetzt Anfang Dezember mit der Mannschaft machen, wo wir auch gleichzeitig unsere Weihnachtspräsentverschickungen mit abwickeln können. Anschließend habe ich auch das gehört dazu, das kann halt nicht immer mit Björn machen, wenn er anderweitig eingebunden ist. Gestern zwei Briefe geschrieben, einmal für den Zeugwart und einmal für den Spieler, der eine Bescheinigung brauchte, weil er freigestellt wurde für das Erfurt-Spiel und er hätte normalerweise eine Führerscheinnachprüfung gehabt. Das sind Kleinigkeiten, aber die müssen halt gemacht werden. Anschließend wird der eine oder andere lachen, ging es um Zahnriemen um einen alten Bus. Wir brauchen einen neuen Zahnriemen für einen alten Bus, der kostet aber 1200 Euro. Da habe ich gesagt, wir haben ja einen Partner, der eine Werkstatt hat. Also da muss ich mich auch selber drum kümmern, was auch völlig normal ist, sodass wir einfach die Reparatur ein bisschen günstiger durchführen können. Anschließend habe ich mit Herrn Müller zusammengesessen, wegen unserer Stadioninstandsetzung und mit unserem Greenkeeper in Sachen Rasen, da ging es jetzt um Winterdünger und so weiter. Zwischendurch habe ich 40 oder 50 E-Mails beantwortet, des Abends dann einen Termin mit Herrn Beute gehabt, da ging es auch um Zahlen. Anschließend habe ich um 20 Uhr einen Termin in Berlin gehabt, mit einem Sponsor aus unserem Umfeld, der sich bereit erklärt hat, 5.000 Euro über eine Spendenquittung für das Wintertrainingslager abzugeben oder uns zu geben, dass wir es einigermaßen kostenneutral durchgeben können. Da war ich um 22 Uhr zu Hause und habe dann auch E-Mails geschrieben, gerade im Bereich des Transferbereichs, da ging es um Spieler und so weiter und so weiter. Das ist jetzt einfach mal ein ganz normaler Arbeitstag gewesen und dieser Tag wiederholt sich jeden Tag aufs Neue in unterschiedlicher Art und Weise. Einerseits kann man sagen, das ist jetzt albern, dass ich das erzählt hat. Ich wollte einfach nur, weil es sehr schwer greifbar ist, einfach mal erläutern, dass wir, ich und auch wir alle, manchmal nicht wissen, was wir zuerst machen sollen. Dass hier und da Erfolge ausgeblieben sind, insbesondere wenn ich an das Thema Vermarktung denke, dann ist mir das klar, aber es ist nicht so einfach. Eine Sache vielleicht vorweg, als Zwischenstatement auch nochmal dazu, ich habe letztes Mal auf der Mitgliederversammlung gesagt, aus meinem persönlichen Umfeld, beziehungsweise das, was ich selber an Geldern generiert habe, einmal an Barmitteln und einmal an Kompensationsverträge, hat ausgereicht, um zwei Jahresgehälter von mir zu decken. Muss ich sagen, ist falsch, sondern es hat ausgereicht, um drei Jahresgehälter zu decken.